Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Hearthstone und wir gehen ins Solo-Abenteuer der Schwarzfels und dort in den letzten Flügel zu Nefarian. Dieses Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben, sagt er, und er holt immer zwei Gehilfen und die müssen wir dann bekämpfen und schauen wir doch mal, ob wir das heute schaffen. Also Nefarian ist relativ schwierig. Werdet ihr jetzt gleich aber auch im Kampf sehen. Der hat ein paar Tricks auf Lager. Ich habe ab und zu mein Deck anpassen müssen. Und mal schauen, ob es jetzt mal endlich funktioniert. Also, ich habe, glaube ich, 3-4 Mal gegen ihn verloren, weil der hat ein paar Tricks drauf. So, und da ist er auch schon. Jaina gegen Nefarian. Gleich hören wir auch Sound vom Spiel. Im Moment habe ich den noch stumm gestellt und gleich hören wir auch wieder mehr. So, was habe ich denn hier? Ich habe hier Ansturm, Mana-Würm und Verwandlung. Sind eigentlich alles gute Karten. Mana-Würm sofort am Anfang ist toll. Mittendrin mal ein bisschen was verwandeln. Schiepen. Meine ultimative Schöpfung erwartet euch, Sterblicher. Naja gut, schauen wir mal. Hier ist der Mana-Würm und jetzt möge es beginnen. Er hat 10 Schild, sodass wir hier 40 Leben vor uns haben. Und er legt Eier. Ihr seht's hier. Dort ist ein Drachenei. Das wollen wir natürlich nicht zerstören. Das wäre schlecht. Also gehen wir sofort auf ihn. Wir können auf ihn schießen. Wir können mit Mana-Würm angreifen. Und somit hat er nur noch 38 Leben. Und nun ist auch wieder der Sound vom Spiel da. Er benutzt seine Münze, bekommt ein bisschen mehr Mana und legt hier den Pechschwingen-Goblin. Naja. Da haben wir das Problem, der ist immer stärker, wenn er Drachen auf der Hand hat. Mal schauen. Wir gehen trotzdem weiter auf ihn, lassen den Goblin gleich mal seine 3 Schaden machen, das ist ja okay. Und er hat nur noch 36 Leben. Und da holt er mit seinen 2 Mana die Gehilfen aufs Brett. Jetzt hat er also schon 5 Diener auf dem Brett. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt schieben, wir könnten den hier legen. Okay, legen wir mal Todesröcheln, haben einen dicken Spot da, aber er kriegt dann einen Gegner drauf. Also bei diesem Ritter kommt nachher durch den Todesröcheln, da ist er, genau. So, den hat er gelegt bekommen, weil er meinen Diener jetzt gekillt hat, aber wenigstens habe ich einiges an Schaden von mir abgehalten. Okay, jetzt schieben wir natürlich den 6-6er, der da gerade hinkam. Und jetzt kann er all seinen Schaden auf uns austeilen. Er hat 36 Leben plus ja nur 7 auf dem Brett. Und ich habe nur noch 16 Leben. Das sieht jetzt im Moment gar nicht mal so gut aus. Aber jetzt kann ich meinen Blizzard benutzen. Alle kriegen 2 Schaden und werden eingefroren. Zack! Nur noch einer da. So gefällt mir das sehr gut. So kann es ruhig weitergehen. Nein, so nicht. Da kommen schon wieder welche aufs Brett. So dass er gleich in der nächsten Runde 2, 4, 6, 10 Schaden machen kann. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt schon wieder mit energischen Mitteln entgegengehen. Nämlich mit dem Flammenstoß. Also räumen wir wieder 4 vom Brett. Ja, räumen wir weg. So, okay, wunderbar. Jetzt hat er erstmal nichts mehr auf dem Brett. Das Ei hilft ihm nicht, das kann er ruhig legen. Die 2 Nerven mit ihren 4 Schaden, das nervt auch nicht. Kann er auch keinen Schaden mitmachen. Er hat also 4 Schaden jetzt da liegen. Dann könnte ich doch jetzt mal was legen. Also, einmal Ansturm. Damit können wir sofort angreifen. Und hier Gottesschild und Spott. So, damit hat er nur noch 31 Leben. Und er kommt jetzt auch nicht so schnell durch. Oh, doch. 4 Schaden. Oh, killt der meinen Ansturm. Okay, dann der ist tot und der ist tot. Sehr schön. Hier mein schöner Nervotron hat sozusagen 4 Schaden gekillt. Okay, dann heilen wir uns mal schnell hoch mit dem Heilbot. Und frieren mal mit 3 Schaden den Drachen weg. Dann ist er nämlich auch kaputt. Sehr gut. Und mache noch das Schild weg von Nefarian.
Schwester. Erhebe dich, Onyxia. Oh mein Gott, was für ein Schock. Onyxia. Zeuge meiner feurigen Wut. Ein Schaden ist aber erst der Anfang. Na klar, übertreibt es doch. Lava. Und sie greift an und er greift an mit Feuerspucken. Da kommt jetzt doch das nerubische Ei raus. Sie killen meinen Diener. Alter Schwede, die beiden übertreiben es aber ganz, ganz schön. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben also den Schleimspucker auf der Hand. Den kann man schon mal gut gebrauchen. Aber ich lege erstmal Chromagus. Der macht auf jeden Fall den 4-4er weg. Und macht gut Schaden, wenn er angreift. Vielleicht sollte dir den Kopf einziehen. Uiuiui. Und nur noch 13 Leben. Boah. Mann, Drachenodem. Heftige Karten. Ah, sehr gut. Ich kann schieben. Ja, schieße ich weg oder schiebe ich sie weg? Erstmal spotte ich. So, und ich glaube, ich schiebe den mal weg. So, und hau auf Onyxia. Onyxia hat auch 15 Leben. Die muss ich also auch erstmal erledigen dann. Gibt es nur einen einzigen Feuerball? Denn ich bereite mich auf einen epischen Zug vor. Okay, das ging nun relativ glimpflich. Sie hat nur einen gelegt und mit den zwei angegriffen. Beide leben noch. Ich habe jetzt 9 Schaden. Damit ist Onyxia dann wieder tot. Das wäre doch cool. Oder wie mache ich es anders? Ich könnte natürlich jetzt auch ihren Diener killen. Ich könnte auch mit Chromagus den Diener killen. Dann bleibt Onyxia noch was übrig. Eine sehr gute Frage. Ich könnte ihn schieben und Onyxia killen. Ich kille Onyxia einfach mal mit. Genau, mit den zwei Dienern und hau ihn vom Brett. So. Ich habe versucht, ein guter Gastgeber zu sein. Aber ihr wollt einfach nicht. Wunderbar. Damit haben wir jetzt nur noch Nefarian. Dieser Mistkerl hat mir Chromagus gekillt und meinen Schlickspucker. Aber ein Glück habe ich noch ihn hier. Der ist ja sehr stark. Wenn er stirbt, holt er ja 9. So, und okay. Er hat jetzt 9er Angriff. Ein Glück habe ich das Schieben noch übrig. Und Nervotron. So, dann erstmal ihn hier schieben. Plus den Nervotron. So, jetzt noch alle Feinde weghauen. Und noch mit dem Feuerball drauf und natürlich mit meinen hier. So, auf jeden Fall bin ich hier 2-mal gespottet. Das ist schon sehr gut. Mal gucken, was er jetzt noch so raushaut. Einen Spot haut er mir weg. Und er hat keine Karten mehr auf der Hand. Ja, Junge, das wird aber jetzt interessant für dich. So, dann dupliziere ich mal auf jeden Fall. Mal gucken, egal wer von den beiden stirbt, wäre sehr cool, wenn die dann wieder auf meine Hand kommen. Kill ich erstmal hier ihn, damit er nicht so viel angreifen kann. Und der Rest geht auf Nefarian. Also wenn ihr diesen Wechsel von Onyxia zu Nefarian noch gute Karten habt, dann habt das eigentlich raus. Weil, wie gesagt, er killt ja alle, wenn er wiederkommt. Und wenn ihr dann gerade 7 Leute auf dem Brett habt, dann ist das ganz schlecht. So, ihr seht aber, ich mache das hier jetzt nur noch so nebenbei. Der kommt mit Gottesschild. Ich schaue wieder einen von dem seinen Gefährten weg. Ich greife ihn an. Darum ist die Magierin sehr cool, weil die kann immer von seinem Zauber einen einfach so töten. Oh, das war jetzt aber mal wieder fies. Ah, jetzt habe ich 2-mal den Nervotron. Den hat er gerade gekillt mit seinem Zauber. Und da kommen wieder die Knochendiener. So, und jetzt habe ich 11 auf dem Brett. Ja, dann 2-mal Spot. Einmal ihn angreifen. Ne, seinen Diener. Und er hat nur noch 7, er hat nur noch 3 Leben. Also wenn ihm jetzt nichts Sinnvolles einfällt, habe ich gewonnen. Das ist nicht so sinnvoll. Ja, Drachenodem, genau. Haben wir mal einen von den Nervotronen weg. Und das war's für ihn. Ja, Junge, mit so viel Spot hast du nicht gerechnet, was?
Und jetzt haue ich noch alle seine Mobs weg. So, dann darf dein Ei auch platzen. Und jetzt bist du geplatzt. Wir haben den Endboss besiegt. Yippie! Das war es für das Solo-Abenteuer Schwarzfels. Wir kriegen hier den Drachkind-Zauberer. Da erhält man einen Angriff und ein Leben, wenn man ihn als Ziel eines Zaubers wählt. Und jetzt haben wir es durch. Yeah! Geheimlabor abgeschlossen. Nefarian bekommen wir. Fügt eurer Hand zwei zufällige Zauber der Klasse eures Gegners hinzu. Es gibt die Klassenherausforderung Paladin nun. Und uiuiuiuiui. Der Schwarzfels ist bezwungen. Yippie! Das war doch mal cool. Hat auch lange gedauert. Jetzt gibt's noch Herausforderungen und den heroischen Modus, aber da gibt's nichts Besonderes an Belohnung. Also lasse ich das mal. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Mal machen wir mal ein Karten-Opening, ein Pack-Opening. Bye, bye!